Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed. Ein Abo und Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würde mich mega freuen, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und ich gerne den Animus. Der Typ ist super unfreundlich. Geht das Brummen wieder los? Ja, wie ihr seht, wir haben schon echt ein bisschen was erledigt. Jetzt kommen wir mal drei, dann kommt zwei und dann kommt eins. Also wir sind fast bei der Hälfte. Nun starten Sie schon die... Ja, Mama. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem Sie ein Messer... Tretet ein, Altair. Ihr schlagt euch gut. Drei von neun sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Arsur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Und, Altair, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. So, was haben wir denn jetzt Feines? Kante greifen. Oh, das können wir jetzt doch hier losreißen. Sie können im Hof trainieren. Nice, wir können jetzt endlich doch Kante greifen. Wir können jetzt ja doch mit B-Kanten greifen. Also nicht im Flug scheinbar, aber... Wenn wir irgendwo uns loslassen, können wir nach der Kante greifen. Ach, das ist schön. Altair, mich dünkt, meine Jünger verstehen noch nicht richtig, was es heißt, eine Klinge Altair, zu führen. Mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was, nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja, ja. Wir lernen das jetzt einmal, weil ich muss das halt auch mal lernen. Ich erinnere mich nicht mal an alles. So. Ich hab gedrückt, aber... Also nur drücken muss man nur. Drück doch. Ah, ich muss auffällig im Modus, oder was? Ah, ja. Richtig. Gib ihm Dank, Engelskraft. Sollte ein Mann kämpfen. Genauso kämpft ein Mann. Ende dein Leben. Nein, wir möchten bitte nicht. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. So, wir können, glaube ich, jetzt auch schnell reisen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, wir können. Können wir nicht schnell reisen? Nicht? Krass. Ich dachte, man konnte schnell reisen. Ich glaube, das. Ah, ja, doch kann man. Aber. Ihr denkt jetzt vielleicht, oh, dann geht das ja jetzt super schnell jetzt. Nein, wir müssen leider nochmal ins Königreich. Wir müssen leider nochmal hin, weil wir müssen noch zwei Türme machen. Die fehlen uns noch. Wenn sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen sie den. Die machen wir jetzt auf jeden Fall noch. So viel Zeit muss sein. Und alles gut bei dir, Engelskraft. Ihr könnt aber gerne schon mal entscheiden, wenn ihr möchtet, ob wir nach Damaskus, nach Akkon oder nach Jerusalem gehen jetzt. Wen ihr denn entscheiden möchtet, wo wir zuerst hingehen. Ja, muss, ne? Ist Geburtstag.
Geburtstag. Da waren wir doch gerade eben erst. Aber gut, machen wir. Also außer natürlich, jetzt kommen noch zwei andere und sagen, nein, bitte nach Akkon. Jetzt kommen noch zwei andere. Einer sagt Akkon und einer sagt dann Damaskus. Und dann sitzen wir hier. Hm, scheiße. Wir werden jetzt schon nach Jerusalem gehen. Dafür würde ich aber immer schlechter ein Video spielen. Das funktioniert irgendwie scheinbar nicht mit dem, Erfahrungslevel. Okay, wir müssen die töten. Ihr könnt nicht entkommen. So, vorletzter Turm hier im Königreich. Ja, aber wenn man Erfahrungspunkte bekommt in Spielen, dann wird man ja besser und nicht schlechter. Ich werde irgendwie immer schlechter, umso mehr ich auflevel. Das war fies. Das arme Pferd. Das arme, arme Pferd. Ihr könnt nicht entkommen. Das arme, arme Pferd. Ich krieg dich. Wir laufen jetzt einfach schnell weg. Ich gehöre niemandem. Ich gehöre nur mir selbst. Nee, da kann man ganz sicher nicht runter. Okay, wir müssen den Weg hier runter gehen. Ich weiß noch nicht so ganz recht, wie man da runterkommt. Ich glaube hier rum, ne? Ja. Wunderbar. So, ich glaube, wir sind richtig. Da ist ein Templer.
Der Turm wirklich da oben, ja. Wo ist er da oben? Was für ein großer Kampf das hier ist. Hat der Schiss. Oh, wie süß. Schade. Die Wurfmesser sind leider nicht Homing-Missiles. Aber wie süß er Angst hatte und weggelaufen ist, nachdem ich hier irgendwie 30 Leute getötet habe. Da läuft er weg. Da läuft er einfach weg, die feige Sau. Erst großes Maul haben und dann sowas. Sind wir immer die Liebsten, ne? Die ganzen Leichen hier unten. Alles voll gepflastert mit Leichen hier. Ah, gut. So, du hattest gesagt Jerusalem, also müssen wir in die andere Richtung. Zurück nach Jerusalem. Auf zurück nach Jerusalem, in die heilige Stadt. Alter, ihr ist unterwegs in die heilige Stadt. Oh nein. Bam, bam, bam. Wir sind fast da. Wir sind jetzt gleich da. Da unten ist der Durchgang.
Lasst ihn nicht entkommen. Ja, okay. Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. In die Stadt. Und wie ihr schon denken könnt, wir können jetzt ein neues Gebiet in der Stadt, ne? Wir haben jetzt, die Stadt ist jetzt noch größer. Die war jetzt schon groß genug, die Stadt. Aber jetzt ist sie noch größer. Wie ihr seht, können wir jetzt hier vorne weiter. Dann gehen wir da mal hin, wa? Nein, keine milde Gabe. Es gibt keine milden Gaben. Im zweiten Teil kriegst du milde Gaben. Da geht's wirklich. Spoiler. Naja, es ist nur Spielmechanik. Ich finde das so krass, wie der zweite Teil einfach wirklich jedes System in diesem Spiel nimmt und es verbessert. Und jedes der Systeme, was sie verbessern, ist halt wirklich besser. Ne? Also es ist wirklich alles besser geworden. Es ist nichts, wo man sagt, das ist ein bisschen schlechter. Brotherhood ist ein bisschen anders. Da haben sie dieses komische Tower Defense, glaube ich, eingebaut gehabt, ne? Oder war das bei Revelations? Irgendwo haben sie dieses komische Tower Defense Minispiel eingebaut. Brotherhood fand ich auch noch sehr geil, weil da kam auch noch ein anderes Feature dazu. Da kamen noch neue Sachen dazu, quasi. Also Brotherhood war ein bisschen was Neues, aber sehr viel alte Systeme, die auch krass verbessert wurden. Und Brotherhood war dann halt sehr, sehr viele neue Systeme, aber das Core-Gameplay wurde nicht krass verbessert. Aber das Core-Gameplay ist halt genauso gut wie halt im zweiten Teil dann, ne? Und der erste Teil hat das quasi alles in die Wege geleitet, dieses Core-Gameplay, diese Core-Gameplay-Loop, die wir hier haben und auch das Kletter-Gameplay und allem. Deswegen ist der erste Teil halt unerlässlich. Wenn man den zweiten feiert, muss man auch den ersten feiern. Weil ohne den ersten hätte es den zweiten nie gegeben. Nicht in der Form zumindest, dann wäre der zweite eher so wie der erste gewesen. Ich hätte mal vorher hättet Ezio gespielt und das Spiel wäre noch so wie hier, wo es noch alles ein bisschen technisch noch nicht ausgereift ist, ne? Erstaunlich ausgereift für die Zeit. Und auch der zweite ist krass. Also wenn man sich überlegt, der zweite kam dann irgendwie ein oder zwei Jahre später raus und der war so viel, so krass gut. Es war einfach, damals war Assassin's Creed so ein krasses Spiel. Heute immer noch, meiner Meinung nach, aber damals ist das so eingeschlagen. Und es hat halt auch verdammt viele Sachen etabliert, ne, die auch immer in der gesamten Spieleserie immer noch drin sind. Ne? Das muss man auch wieder sagen. Die gesamte Spieleserie, die Sachen, die wir hier gerade tun, die passieren ja überall immer noch in jedem Teil, auch noch in Valhalla. Das mit den Heuballen ist immer noch in Valhalla. Die ganze Kernidentität des Spiels ist hier schon vorhanden. Ist dann aber leider ab Origins leider ein bisschen verloren gegangen, die Kernidentität. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Und ich weiß auch, dass wir irgendwann eine Pause machen werden müssen, also bei dem Durchspielen. Also nicht beim ersten Teil jetzt hier, sondern wenn wir dann irgendwann den zweiten, dann das spielen. Und irgendwann, letztes Mal, als ich das gemacht habe, ein Marathon quasi, bin ich doch schon ein bisschen ermüdet, muss ich ehrlich sagen. Weil das Gameplay irgendwann wird zu viel. Irgendwann macht man zu auf das. Aus dem Weg! Aber macht man zu auf das Gleiche, würde ich jetzt nicht sagen, aber das Spielkonzept ermüdet halt irgendwann nach 80 Stunden. Wenn wir da alle Teile durch haben oder so. Ich hol
Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Mach das. Erzähl ihnen das. Das ist wieder Eskorte, ne? Ja. Das sind wahrlich dunkle Tage. Ich hasse auch dieses Kamerakontrolle wegnehmen die ganze Zeit. Dann dauert das immer so lange. Das ist ein bisschen nervig. Alter, ihr. Ich sollte einen Kontakt in der Nähe treffen, aber die Wachen haben mich im Auge. Sobald ich aufbreche, greifen sie an und schlagen mich in die Flucht. Ich bin nicht mehr der Krieger, der ich einst war. Wärt ihr bereit, mir sicheres Geleit zu geben? Na klar. Aber doch. Evvelki sefer elimizden kurtuldu. Bu sefer kaçmasına izin vermeyelim. Stirb, Ungläubiger! Oh, wie schrecklich. Oh, wie schrecklich. Bereue deine Sünden. Kinder, wo ihr den Mikkel stört. Das war gerade ein cooler Kampf, oder? Wurde kein einziges Mal getroffen. Gepriesen sei Salah al-Din! Er hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Ist er verrückt? Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Meine Familie. Ungläubige! Wir müssen zurückbleiben! Weg da! Ungläubige! Gut, hier sollte ich sicher sein. Wir haben's geschafft. Sie werden an einem heiligen Ort kein Blut vergießen. In dem Chaos konnte ich einer Wache dies hier entreißen. Vielleicht kann es euch helfen. Okay, Spiel eingefroren. Ah, da ist es wieder. Ist halt ein altes Spiel, ne? Da kann auch mal sowas passieren wie Obabsturz. Da kommen wir nicht hoch, an der Seite. Wir müssen hier hochklettern. Er hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Ist eine Synagoge hier, oder? Hab keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Was zumindest von den Glaubenssymbolen. Der König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Deutsche Richard-Verein. Ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Warum macht er das so? Hat uns immer gehört. Und es ist... Helft mir!
Luftassassination geht nicht. Wie kannst du glauben, ich bin Sieger zu werden? Du willst sterben? So sei es. Dein Leben ist verdammt. Komm hier, Leute, mit. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Hol mir deinen Kopf! Ich hol dich dir! So viel zu dem Thema, ne? Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute! Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Mashtadin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahadins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Psch. Wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt, gehen wir an die Arbeit. Oh, was ist das? So einfach geht's. Ihr müsst schon zugeben, also das Schnellklauen, was ich hier drauf habe, das ist schon echt cool, oder? Also das muss man auch erstmal schaffen. Eigentlich soll man den noch so ohne Blut hinterherlaufen und so, aber es geht halt auch so, ne? Hier könnt ihr aber die Assassination machen. Nicht? Krass. Ich hätte anvisieren müssen, ne? Das war das Problem. Aber deine Niederlage ist besiegelt. Nicht der Kajun, gell? Ich danke euch. Ja, ja, gar kein Problem. Machst du immer gerne. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Hier gibt es übrigens nur 8 Burger jetzt diesmal. Also die Burger sind diesmal weniger. Vorher waren es irgendwie 12. Ich glaube, das wird nicht in jedem Viertel so sein, dass es weniger sind. Also in jeder Stadt wird es nicht so sein. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen? Das wird euch das Leben kosten. Was habe ich getan? Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Ich habe nichts verbrochen. Another check in. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt.
Zeigt euch! Ich glaube doch, Templer und sowas bringen auch schon was. Maximales Leben. Ich glaube, jeder Templer gibt ein optionales Ziel. Und auch jede Flagge, glaube ich, dann. Als ob. So viel zum Thema, ich entkomme nicht. Wie sein Schwert da raushängt. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Attentat ist jetzt schwierig, weil ich glaube, jetzt müssen wir drei töten, ohne entdeckt zu werden. Oder ein einziges Mal entdeckt zu werden, wohl bemerkt. Hier ist er. Suchen wir anderswo. Was für ein Hacker! Verachtet euer Denken, das wäre ein Lehrling! Euer Leben ist verwirrt! Der Herr sei gepriesen! Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil der Part ist eigentlich vorbei, aber ich möchte noch ein bisschen was mehr machen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Damit wir im nächsten Part auch die Zeit fürs Attentat haben. Was? Wer hat das getan? Sagt es mir. Und ich dachte, ich wäre fast blind. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Wow. Warum tut er das? Warum macht er das? Ich werde doch gar nicht verfolgt. Ich hasse dieses Gebäude. Geht doch. Problem ist, die werden mich jetzt sehen und die ganze Zeit böse sein. Ich hoffe, das klappt. Okay, hat geklappt. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren. So ein komischer Kauz. Ja, ein komischer Kauz bin ich, das stimmt. Oh, dieses Lachen. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Das wird euch das Leben kosten. So tut doch etwas. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Bitte. Das wird euch das Leben kosten. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Geht. Und ich soll die Hände abschlagen. Was hab ich euch getan? Gewehr, Kassel. So geht's. Ich glaube, wir machen mal Informationen. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Drück mal für die Daumen, dass das klappt. Du musst ja nur unentdeckt bleiben, aber kann sein, dass es ein bisschen dauert. Da drüben!
Da warten wir kurz hier drin. Ah, wir können jetzt greifen, wie ihr seht. Meine Güte. Sehr cool. Seltsam, so etwas habe ich nie zuvor gesehen. Ihr wieder, Großmeister? Sicherheit und Frieden. Ich bin so froh, euch zu sehen. In diesen furchtbaren Zeiten fordern sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss 2 von Majid Adins Leuten töten, aber ohne Kampf. Würdet ihr mir den Weg zeigen? Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, geht. Ja, das ist ein großes Problem. Ja, die gehören gar nicht zusammen. Okay, geschafft. Na komm schon. Ihr seid der Beste, den der Clan je hatte. Ja, danke. Hier ist meine Geschichte, Meister. Ich reinigte gerade die Tempeltreppen, als ich 2 Gelehrte hörte, die sagten, wie einfach es für sie wäre, durch die Soldaten zu marschieren, die den Hinrichtungsplatz bewachen. Stimmt den Zeitpunkt eures Eintritts genau ab, und sie bieten vielleicht eine willkommene Ablenkung der Wachen. Aber dank eurer Weisheit wusstet ihr das sicher bereits. So, dann prügeln wir noch eben. Da haben wir wie beim letzten Mal 4 Informationen haben wir dann schon. Jeder Tag ist ein Kampf, um stark in unserem Glauben zu bleiben. Aber wir sind nur Menschen. Wir können schwanken. Wir können fallen. Masdadin ist hier, um uns selbst in diesem Fall auf den rechten Weg zurückzuführen. Legt Zeugnis ab und er wird Gnade walten lassen. Aber flieht oder verbergt ihr euch, werdet ihr gefunden und zur Rechenschaft gezogen. Es ist keine Schande, Namen zu nennen, die Namen derer, die das Gesetz brechen. Ohne unseren Glauben sind wir nichts, ohne seine Regeln und seine Leitung. Diese zu missachten, heißt, den zu missachten, der uns alle leitet. Ein solches Verhalten kann nicht geduldet werden. Gott verdamme euch! Lasst mich in Ruhe! Möge der Herr deiner Seele gnädig sein. Wie kannst du glauben, mich besiegen zu können? Das wird nicht zu schwer werden. Möge der Herr deiner Seele gnädig sein. Wie einfach. Warum kannst du nicht greifen? Das wird nicht zu schwer werden. Boah, war das knapp.
Also dürstet es euch nach mehr als nur meinem Leben. Was ist es? Kennt ihr Masht Adin gut? Besser als die meisten. Er scheint mir ein wenig zu rechtschaffen. Ist ihm das Gesetz wirklich so wichtig? Was glaubt ihr? Ich glaube, er verbirgt etwas. Und ihr werdet mir davon erzählen. Es ist ein Deckmantel. Männer wie wir. Wir sollen Angst verbreiten. Den Leuten das Fürchten beibringen. Die, die er tötet, sind keine Verbrecher. Aber gefährlich sind sie allemal. Gefährlich für wen? Für seine Pläne. Ihre Pläne. Ja, er spricht von anderen, mit denen er zusammenarbeitet. Für die er arbeitet. Ich weiß es nicht. Aber sie brauchen diese Stadt. Sie zu kontrollieren bedeutet ihnen viel. Warum? Das müsst ihr ihn selbst fragen. Geht zu einer seiner Hinrichtungen. Dort ist er am gesprächigsten, wenn er sich ans Volk wendet. Die Hände voller Blut. Dann sind wir fertig. So, meine lieben Freunde, das war's aber für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!